Irgendwie riecht das hier ziemlich ekelhaft, Alter. Boah. Boah. Das muss daran liegen. Boah. Boah. Das ist wirklich schon... Uff. Also schön ist was anderes. Ja, bei meiner heutigen Hamburg-Tour bin ich jetzt natürlich auch angekommen bei der ewigen Nummer 2 der Stadt. Ja, hier, dem umgebauten Dixi-Klo sozusagen, ne? Dixi-Klo XXL. Könnte ein Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde werden, nicht? Ja, spielen sie ja heute gegen Union Berlin in der Ferne. Jetzt kommt man in so einen leichten Gewissenskonflikt. Als Hamburger, ne? Als HSVer sowieso. Aber bei Union Berlin müssen sie heute ran. Im DFB-Pokal. Und beide Hamburger Vereine sind noch drin. Der HSV muss morgen gegen den KSC ran. Drücken wir ihnen jetzt noch die Daumen, dass sie weiterkommen? Für die Stadt Hamburg wäre das natürlich schon geil, ne? Muss man ja mal ganz klar sagen. Bin ich in so einem leichten Gewissenskonflikt. Was sagt ihr denn dazu? Auf jeden Fall heute Abend müssen sie ran. Die ewige Nummer 2 der Stadt. Mal sehen, wie sie sich schlagen werden, ne? In der Ferne. Aber ganz ehrlich, da müsst ihr noch was machen. Ernsthaft jetzt. Da sind ja gleich die ganzen Geruchsknospen kaputt, du. Das ist ja unfassbar, du. Nur der HSV, ein Leben lang, auch hier bei der Nummer 2 der Stadt. Euer Sieg.